Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Und zwar backen wir heute zum ersten Mal mit dem Thermomix. Und ich habe mir ein Rezept ausgesucht. Und zwar gibt es heute Butterkekse. Allerdings in einer etwas abgewandelten Form. Ich habe ein Rezept gesehen auf Facebook. Und das würde ich jetzt gerne einmal nachmachen. Allerdings dann mit Hilfe des Thermomix. Kommt mal mit. Ich habe mir das Rezept Butterkekse herausgesucht und hier stehen nochmal die Zutaten aufgelistet, was man alles dazu braucht. Abmessen müssen wir nicht, denke ich, sondern wir starten jetzt einfach mal. Ich habe die Zutaten schon zurechtgelegt und ja, dann bekommt man vom Thermomix eine Anweisung und für mich als schlechte Köchin, würde ich mich mal so bezeichnen, ist das eine super, super, super Anleitung. Also als erstes müssen wir den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Und dann gehen wir einfach mal auf Weiter. Backblech mit Backpapier belegen. Das kriege ich auch alleine hin. So, jetzt müssen wir 250 Gramm Mehl in den Mixtopf geben. Das mache ich jetzt mal. Ja, und der Thermomix, der gilt gleichzeitig auch als Waage. Ups, jetzt ein bisschen zu viel. Nehmen wir mal ein bisschen raus. Dann gehen wir einmal auf Weiter und jetzt 100 Gramm Zucker eingeben. Ups, ein bisschen zu viel, aber das macht nichts. Weiter, 100 Gramm Butter in Stücken, okay. So, ich habe hier die Butterstücke. Die tue ich jetzt hier rein. Und dann geht es auch weiter. Funktioniert ja wunderbar. Und ja, ein Ei dazu geben. Und dann gehen wir mal hier auf Weiter. Ein Teelöffel Backpulver. Gucken wir mal. Der Teig ist fertig und jetzt werde ich das Rezept ein bisschen abwandeln und zwar werde ich dazu Lebensmittelfarbe anwenden. Ich nehme den Teig raus, teile den in zwei Teile und einen Teil werde ich dann mit roter Farbe einfärben.